Am Wort ist nun Nurten Yilmaz von der SPÖ. Ich sage es Ihnen nachher noch einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ein paar Wörter zur Deutschförderung für ordentliche Schülerinnen und Schüler der Regierungsparteien. Also die Geschichte dieses Antrags ist ein bisschen lebhaft oder interessant. Stellen Sie sich vor, die Kolleginnen haben im Juni die Regierungsparteien an die eigene Regierung einen Antrag gestellt, in dem sie bitten, dafür zu sorgen, dass jene Kinder, die aus Deutschförderklassen kommen bzw. nicht ausreichend Deutsch können, weiterhin im ordentlichen Status, ordentlichen Schülerstatus weiter gefördert werden. Das ist eine Bitte. Der Herr Bundesminister greift es sofort auf, sagt noch im Juni in einer Pressekonferenz, er wird jetzt dafür sorgen, dass diese Kinder, dass die Kinder eine besondere Deutschförderung bekommen und so weiter. Ich muss aber noch dazu sagen, dass der Antrag noch in keinem Ausschuss behandelt wurde. Wird eingereicht, ein paar Wochen später sagt es der Herr Minister, er wird das machen. Und im Juni haben wir diesen Antrag dann behandelt, obwohl bereits vom Herrn Bundesminister zweimal in einer Pressekonferenz angekündigt und bekräftigt. Jetzt Frage an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, was tät diesem Antrag passieren, wenn das eine Oppositionspartei gestellt hätte im Juni? Es würde vertagt werden bzw. abgelehnt, weil es eh schon im Laufen ist. Gut, wir haben es dann angenommen, wir werden es jetzt auch unterstützen. Was wir noch nicht wissen ist, wo das budgetiert ist. Also vielleicht liegt es an mir, ich habe es nicht gefunden. Vielleicht können Sie uns dann sagen, wie das finanziert werden soll. Aber meine größte Sorge ist nach wie vor diese elendigen Deutschförderklassen, die noch aus der Ära Blau-Schwarz-Schwarz-Blau stammen. Statt dass man die Synergien bündelt und in einer ordentlichen Klasse Deutschförderung betreibt, hat man jetzt noch eine Schiene. Und das ist schwarze Pädagogik, Herr Kollege. Dauernd diese Kinder beschämen. Man weiß es, dass das nichts bringt. Alle Wissenschaftlerinnen sagen, was? Es ist elendig. Danke. Nurten Yilmaz von der SPÖ war das. Sie ist Integrationssprecherin ihrer Partei und übt am Schluss ihrer Rede Kritik an den Deutschförderklassen, die unter Schwarz-Blau bzw. besser gesagt unter Türkis-Blau eingeführt wurden. Diese Kräfte, die da gebündelt sind, sollte man besser woanders einsetzen. Mit diesem Punkt zu beginnen. Ja, es ist jetzt 15 Uhr oder kurz vor 15 Uhr.